Okay. Trink aber noch ein Käffchen. Bevor wir weiterlaufen. Stellen wir uns auch noch Munition her. Weil keine Ahnung, was jetzt da wieder alles auf uns wartet. Haben wir nur gerade gesehen, dass der Typ noch ziemlich viele von diesen Dingern auferstehen lassen hat. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Auf zum anderen Unterschlupf. Wir können aber auch schön hier an der Seite wieder rumlaufen. Den Weg, wie wir gerade auch hier hochkamen. Da war er ziemlich frei geräumt. Ich habe nicht unbedingt jetzt Lust, hier den ganzen Gegnern zu begegnen. Spazier, komm durch hier. Wie toll es einfach nur ist. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wunderschön. Fläschchen. Schade, dass die Flaschen nicht gefüllt sind. Würde einem hier wahrscheinlich mehr helfen. Kraut. Mobius. Komme ich wahrscheinlich nicht rein. Da steht wieder so ein Ding vor der Tür. Laden. Oh, genau. Halbe Stunde gezielt und doch nicht getroffen. Ich versuche dran vorbeizukommen. Oder auch nicht. Gib mir dein grünes Skill. 1500. Das hat sich gelohnt. So. Finde den Eingang zum Markt. Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Ja. Sprich mit Kidman. Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden. Und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander. Und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnt, alles kaputt. Der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte, er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nicht erzählt hast. Um zu ihm vorzustoßen. Ja. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer. In Beacon steckte meine Tochter nicht fest. Okay, beruhig dich. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, Blöd, 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. Yo, yo, mach das, komm. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Yay. Kaputte Säule.
So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wo wir jetzt wieder hier sind. 18C. Es wurde irgendwas mit B2 gelabert. So, ein Röhrchen. Ist hier noch was waffenmäßig? Munition voll. Ja, geh mal hier raus. B2. D03. Keine Ahnung. BC03. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Nee, sieht nicht so aus. Gut, gehen wir hier rüber. Das Tor kriegen wir eh nicht auf. Blut. Was haben wir da? Toter Mobius. Untersuchen. Könnte das die ganze Karte von Union sein? War ja mal gar nicht so klein. Tja, ziemlich groß sogar. Untersuchen. E-Mail. Wachstum von Union. Alle zuständigen Personen. Operativ Raid. Betrifft Wachstum von Union. Dank des Erfolgs ist... Die Produktionsstandard wurde erhöht. Die Erweiterung von Union wurde skizziert und wird ins Rendering eingeplant. Aufgrund der Einwohnerzunahme muss die Union-Umgebungsjagd um 50% erweitert werden. Alles klar. Wenn ihr das sagt, dann ist es wohl so. So, was haben wir hier? Was hat der? Alles nehmen, komm. Schießpulver. Mehr hat der Herr auch nicht dabei. Was passiert hier? Serverschränke. Gehen wir da durch. Ab der Dusche. Mach auf. Das war nicht gut. So, jetzt geht das Tor auf. Irgendwas ist umgefallen. Da geht's nicht weiter. So, noch ein Spritzchen können wir auch nicht mitnehmen. Okay, ich muss hier rüber. Anscheinend.
toter Mobius. Noch ein toter Mobius. Erledigt. Nehmen wir das grüne Gel mit. Dann gehe ich jetzt gleich nochmal da hoch gucken. Scheiße. Überall die Typen. Zu. Ist auch zu. Keine Chance, geht nicht auf. Dann schauen wir hier mal noch. Ist auch dicht. Hier mal noch hoch. Bei der Tür können wir noch was machen. Ja. Machen kalt. Ich brauche hier keine Leiche mehr. Gib mir deine Tasche. Armbrustbolzen. Eins von drei. Ein Rohr. Bisschen Waffenteile. Sicherung. Das war es auch hier wieder. Grünes Gel. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann es ja mal versuchen. Okay. Notfallabriegelung aufgerufen. Bitte auf den Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgerufen. Bitte warten, System wird neu gestartet. Scheiße. Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgerufen. Bitte warten, System wird neu gestartet. Das hier war doch so klar. Jetzt kommen die alle frei. So. Weg. Notfallabriegelung in der Sicherheitsanlage aufgerufen. Bitte warten, System wird neu gestartet. Was? Wo? Bitte.
Das war's aber jetzt, oder? Das war's hoffentlich. Muss Munition sparen. Hier kann man. Hier kann man nirgendwo hin. Schießpulver. Schießpulver. Ich muss jetzt alles hier aufsammeln, was hier rumliegt. Hab nämlich nicht mehr viel Munition. Da ist noch ein Röhrchen. Da geht's nicht rüber. Ah, das ist gut. Schrotmuni. 4 Schuss. So, jetzt können wir noch gerade hier oben gucken. Da müsste ja jetzt auch die Tür auf sein bei der Menge an Zombies, die hier kamen. So, Pistolenmunition. Waffenteile. Da geht's nicht auf. Da ist auch nichts. Gut. Unten durch die Tür. Wobei ich nicht denke, dass es da hinten ruhiger zugeht. B04. Hier noch irgendwas. B04. Bla 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 bla. Nein. Also hier durch. Gott, dieser Geruch. Scheiße. Was passiert jetzt? Was haben wir da jetzt ausgelöst? Ach so. Okay, ich sehe es schon. Müssen wir hier runter und hinten wieder hochklettern. Muss ich jetzt durch die Suppe hier laufen? Da kommt Freude auf. Gib mir deine Muni. Schrotmunition. Gut, da ist verschlossen. So, ausgeschaltet. Zwei Schuss bekommen, einer ist schon wieder weg. Gut. Öffnen. Das ist also das schlimme Gasleck. Danke, O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Ja. Dann verhindern wir das doch. Mach husch. Du darfst nicht schießen.
Ich darf nicht schießen. Langsam. Mach sie kalt. Okay. Grünes Gehen. Nehmen wir doch alles mit. Oh Mann, hilf ihm doch. Hat Schmerzen. Da krabbelt auch so ein Viech. Komm ich hier durch? Ein Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. Scheiße. Mist, Mist, Mist. Kann ich das Ding mit Schleichen töten? Weg! Komm! Auf! Nein! Nein! Komm, lauf! Lauf, ey! Lauf einfach! Ding überhaupt mit dem Messer kaputt zu machen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann ich aber auch nicht ranschleichen, sieht mich trotzdem. Füßen, versteck dich. Versteck dich. Nein! Das Ding kaputt zu stechen. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, war mir sonst eh nichts zu tun.
bleib fort. Bleib weg. Verlier die Spur bitte. Ich glaube, wir haben Glück. Hoffentlich. Ja. Ist weg. Ich muss zum Sicherungskasten. Gut, jetzt kommt die Alte hier rüber. Und dann muss ich gleich hier vorne rum zurück. Genau. Komm, Schleich, 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 Schleich. So, untersuchen. 4. Auch hoffen, weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Lauf. Los, Sebastian. Komm, öffne. Weg. Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich. Komm, nach oben. Los. Was haben wir dort? Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Jetzt ist auch das Mark betroffen. Das haben wir schon festgestellt. Ich brauche Hilfe. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zug. Ja. Und ein Spritzchen. Nehmen wir doch alles gerne mit. Untersuchen. E-Mail. Für die Aktivierung des drahtlosen STEM werden 2 Millionen Exabyte Speicher benötigt. Ausgehend von der prognostizierten Zunahme sollte dies in einigen Monaten der Fall sein. Ein drahtloses STEM sagt aber 4. Kostspieligen STEM waren mehr erforderlich sind und wir unser Ziel erreichen. Phase 2, das vollkommene Eintauschen der Bevölkerung in den STEM. So, der drahtlose STEM sender an alle Winkel des Planeten gesendet werden. Okay. Okay. Das sind wir hier. Okay, doch, komm, gehen wir rein.